Zweimal zuletzt wurde die Mannschaft von Trainer Norbert Satzinger bitter bestraft, als sie jeweils in den Schlussminuten den bitteren Ausgleich entgegennehmen mussten. Heute sollte alles anders werden beim Spiel des SC 04 Schwabach gegen den FSV Erlangenbruck. Schiedsrichter der Partie in der U19 Landesliga war Philipp Rommelsbacher mit seinen beiden Assistenten Florian Schneider und Thomas Huber. Die Schwabacher wie gewohnt in Blau, die Erlanger in orangener Spielkleidung. Der erste Treffer der Partie für den SC 04 Schwach war auch gleich zu schnell für unseren Kameramann. Hier sehen wir noch bei der Seitenwahl den Schwabacher Kapitän mit der Nummer 3, Leo Zazek. Anstoß im Spiel, Schwabacher in Blau von rechts nach links. Auf Schwabacher Seite freute man sich noch über den 1:0 Führungstreffer in der dritten Spielminute durch Manuel Zechel. Schon musste man den Torschützen auswechseln. Man sieht hier auch, warum die Erlanger sehr robust. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte springen wir schon in die zweite Halbzeit. Hier setzt Markus Marin entscheidend nach, stört den Keeper. Der Ball kommt zu einem Schwabacher Spieler. Er versucht sich durchzusetzen, überlegt sich's, bringt den Ball nochmal zurück. Die direkte Flanke auf Steffen Jainter, der nimmt den Ball kurz an und hämmert ihn ins Eck zum 2:0. Einer der wenigen produktiven Angriffe des FSV Erlangenbruck führte auch gleich zum 2:1 Anschlusstreffer. Eine kurze Kombination im Mittelfeld. Die Schwabacher greifen nicht richtig an. Die Flanke in den Strafraum zum Gästestürmer. Flachschuss aufs Tor. Schwabachs Keeper kann nicht festhalten und der Brucker Stürmer staubt ab. Die Schwabacher ließen sich durch diesen Gegentreffer allerdings nicht verunsichern. Weiterhin gute Gelegenheiten für die Schwabacher. Kein Druck mehr des FSV Erlangenbruck belegt diese Szene. Leichtfertiger Ballverlust für die Erlanger und Schuss aus 20 Meter. Die Erlanger fielen nicht mehr durch gefälliges Spiel auf, nur noch durch unnötige Härte. Hier ein Nachtreten des Erlangers. Der Schiedsrichter fackelt nicht lange und schickt den Gästespieler 5 Minuten zum Auskühlen. Die Schwabacher ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen, feierten einen verdienten 2:1 Erfolg, den dritten Sieg in dieser Saison. Das hat Singer, Gratulation zum Sieg. Endlich wieder 3 Punkte nach 2 unglücklichen Unentschieden. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Die Erlanger war der erwartet schwere Gegner. Wir wussten, dass die sehr kompakt stehen. Wir haben versucht, von hinten aus einer sicheren Abwehr rauszuspielen. Das ist uns am Anfang ganz gut gelungen. Wir haben dann auch ein schnelles Tor gemacht. Das war natürlich wichtig, hat uns ein bisschen Sicherheit gegeben. Nach dem 2:0 haben wir gedacht, dass wir einfach das Spiel ganz sicher nach Hause schaukeln. Dann kriegen wir wieder so ein unglückliches Gegentor. Und haben dann wieder zittern müssen bis zum Schluss. Aber diesmal, Gott sei Dank, ein Happy End. Die 3 Punkte, die waren für uns heute sehr, sehr wichtig. Durch das, was wir die letzten Wochen durch unglückliche schiedsrichtliche Entscheidungen eben viele Punkte haben liegen lassen. Wie schaut es aus? Wie viele Punkte werden wir noch sammeln bis zur Winterpause? Wir müssen auf jeden Fall jetzt diese beiden Spiele gewinnen. Das ist das Auswärtsspiel bei der SG. Die sind Tabellenletzter. Okay, in der Liga dürfen wir keinen unterschätzen. Aber trotzdem müssen wir natürlich gewinnen. Das ist unser Anspruch. Und dann haben wir das Heimspiel gegen Beiersdorf. Und zu Hause sind wir schon am Macht. Und dann haben wir nochmal ein Heimspiel. Das ist das erste Rückrundenspiel. Und da spielen wir dann gegen Rimpa. Müssen wir eigentlich auch gewinnen. Also ich rechne als Trainer mal mit 9 Punkten und da wären wir wieder einigermaßen dabei. Viel Glück dazu und viel Spaß fürs Mitzählen. Besten Dank.